Ju, die Jessie ist da. Hi. Und deine neue Single kam gestern raus, richtig? Richtig. Steh auf, Mädchen. So heißt sie? Ja, genau. So heißt sie tatsächlich. Also es ist ein Wortspiel aus Steh auf Männchen. Schon, du machst mich jetzt an. Nein, aber aus Steh auf Männchen wurde, also ja auch, wurde Steh auf Mädchen, ne? Ja. Und ja, geht es da auch darum, was man jetzt denken würde? Na, es geht um den Arsch hochkriegen. Den Arsch hochkriegen und was tun, damit man das bekommt, was man möchte. Und so ein bisschen Motivation. Ah, sehr gut, das kann man immer gut gebrauchen. Ja. Geht also eher so Richtung Sport oder überhaupt was aus seinem Leben machen und nicht so rumhängen? Ja, eher so dieses generelle Thema. So, hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Wenn du einen Wunsch, ein Ziel hast, dann tu auch was dafür, weil letztendlich hast du es in der Hand, was passiert. Ja. Ist das bei dir auch autobiografisch geprägt? Also hast du da auch mal eine Phase gehabt, wo du sagst, jetzt geht's aber los, jetzt reicht's hier mit dem Rumheulen? Oder? Ja, voll. Also sonst wäre ich, glaube ich, auch nie auf so eine Art Song gekommen. Das ist auch das, was ich immer allen predige, die vor mir rumheulen. Leute, ganz ehrlich, ihr könnt euch jetzt so stundenlang selbst mitleiden oder auch wochenlang. Dadurch wird sich nichts ändern, es wird nur noch schlimmer. Versucht mal, den Blickwinkel zu ändern und nach vorne zu schauen und was zu reißen. Dann könnte das klappen. Und das ist tatsächlich eine Phase, die mich auch sehr, sehr lange geprägt hat, bis ich gemerkt habe, merkst du was? Geht so nicht. Ja, sehr cool. Seit wann machst du denn schon Musik? Also meine eigene Musik seit ungefähr 10 Jahren. Generell singen, seit ich denken kann. Alle gestresst, schon immer. Du bist ja auch im Fernsehen zu sehen und da singst du ja auch, ne? What the fuck? Und was ist von TV? Ja, genau. Ja, tatsächlich, ich bin ja Darstellerin bei Berlin Tag und Nacht als Eule. Das ist ja auch der Name meiner Kunstfigur als Sängerin. Und ja, ich wurde als Sängerin auch in die Serie reinerzählt und wurde von Anfang an eben so ein Stück weit auch als ich selbst reinerzählt. Jetzt zwar nicht unbedingt vom Charakter her, aber von der Entstehung der Musikgeschichte sozusagen. Okay, also du wurdest quasi reingeholt, erstmal als normaler Charakter und der sich dann zur Sängerin entwickelt quasi. Oder nee, auf jeden Fall das immer wollte. Ich war von Anfang an die Sängerin. Also meine allererste Folge Berlin Tag und Nacht war auch ein Auftritt im Matrix zusammen mit einer Coverband, wo wir 80er Jahre Rock gemacht haben. Und dann wurde halt langsam erzählt, wie sich Eule von der Coverband trennt, anfängt eigene Songs zu schreiben. Und so lief das bei mir halt damals auch. Also so ein bisschen wurde meine Geschichte erzählt. Trotzdem gibt es natürlich immer noch krasse Unterschiede zwischen Eule aus Berlin Tag und Nacht und mir jetzt. Das wird immer gerne übersehen, weil wir beide singen und ich natürlich auch die Songs dazu beisteuere. Was ist der krasseste Unterschied? Jetzt kannst du es ja mal allen sagen. Ja, tatsächlich ist Eule, ich sag mal, sehr schnell am Verzweifeln, wenn es nicht so läuft und so klappt, wie sie will. Sie lässt sich super schnell unterkriegen. Ist, genau, entgegen deines Liedes. Ja, die ist wirklich auch sehr, sehr verbissen und teilweise ein bisschen zu dramatisch. Und es ist immer alles ganz großes Drama. Und ich als Jessie bin halt entspannter irgendwie. Wenn was jetzt auf Anhieb nicht so läuft, ist ja meine Fresse, dann brauchst du halt einen zweiten Anlauf. So ist das im Business auch. Egal, ob du jetzt Fernsehen, Schauspiel jetzt oder Musik machst. Du brauchst mehrere Anläufe. Das gehört einfach dazu und es gehört auch dazu, auf die Fresse zu fliegen und wieder aufzustehen. Und Eule kann sehr schlecht damit umgehen. Ja. Ja, aber schreibst du denn diese Lieder dann so, wie du sie normalerweise ausschreiben würdest, wenn die Serie nicht wäre? Also, verstehst du, also die Frage ist jetzt ein bisschen komisch gestellt, aber wenn du jetzt nicht bei Berlin Tag und Nacht wärst, würdest du die gleichen Lieder schreiben oder passt es auch so ein bisschen da rein? Tatsächlich ist es so, dass die Songs meistens da sind, bevor eine Geschichte bei Berlin Tag und Nacht existiert. Und dann sehe ich die Drehbücher und sage, hey, der Song würde super dazu passen. Cool. Also es ist schon so, dass die Songs erst da sind und man so ein bisschen guckt, ob man die Geschichte anpasst oder dass die Geschichte zufälligerweise einfach gerade super da reinpasst. Von daher, für mich wäre es auch nicht möglich, mich, glaube ich, an der Story zu orientieren, um dann einen Song zu schreiben. Das wäre dann doch irgendwie wieder zu weit weg von mir. Ja, also lässt sich dann von dem Gesamten inspirieren. Genau. Sehr cool, sehr cool. Wie war denn so dein Werdegang? Also wie kam das denn? Man kommt ja nicht von heute auf morgen, hallo, hallo Ibims, der Sänger. Ja. Sorry. Das weißt du wegen dem Ibims, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Als die Kamera noch aus war. Sorry. Ja, wie kam das? Ich habe halt schon immer gesungen. Also auch als kleines Mädchen fand ich das immer ganz toll. Als ich dann in der Oberschule war, bin ich im Chor gelandet. Habe halt ganz lange im Chor gesungen. Auch als Solistin gesungen, bin dann aus der Schule raus, hab dann mal mit irgendwie so ein paar Rappern zusammen einen Song aufgenommen, so in einem Jugendclub, wo ein Tonstudio drin war und dann irgendwann auch mal eigene Songs versucht zu schreiben, zusammen mit anderen Leuten geschrieben und dann immer wieder aufgenommen und versucht da was draus zu machen. Ganz am Anfang schon fast noch schlageresk unterwegs gewesen, furchtbar. Aber wenn du ein Foto von mir damals siehst, glaubt mir auch keiner, ne? Mir hat gestern jemand ein Foto geschickt, lange blonde Haare, weiße Bluse, Kreuzkette.
Yeah. Glaubt man mir nicht, dass ich das bin. So voll das brave Blondchen aus dem Chor. Können wir das ja irgendwie einblenden. Ja, ich schick dir das. Ich schick dir das. Gar kein Thema. Geil. Echt witzig. Ich habe selber so gelacht. So, wenn du es siehst, glaubt einfach keiner. Ja, habe dann aber auch brav nach der Schule 2 Berufsausbildungen gemacht. Immer schön nebenbei Musik. Und welche Ausbildung? Köchin und Einzelhandelskauffrau. Ja. Aber warum so verschieden? Also hast du dann das eine war nichts? Ich wollte tatsächlich eigentlich von Anfang an Einzelhandelskauffrau werden, aber hatte damals eine 4 in Mathe auf dem Zeugnis und nichts bekommen. Mensch, Leute. Und dann dachte ich mir so, komm, machst du Gastro. Da kann man auch dumm sein. Nein, mein Spaß. Hallo? Ich hatte gerade einen Koch hier sitzen, nicht, dass er das hört. Ich bin ja Gastro-Kind. Bin ich dann in die Gastro, fand das eigentlich auch ganz spannend, aber auch sehr, sehr anstrengend und hab dann aber auch ganz schnell gemerkt, dass es wirklich krass ist. Ich habe danach dann direkt meine Einzelhandelskauffrau nachgemacht und dann auch lange im Einzelhandel gearbeitet. Irgendwann ins Büro gegangen, um mehr Zeit für Musik zu haben, arbeitszeittechnisch. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich will das eigentlich gar nicht mehr. War ich bei The Voice of Germany und habe dann nochmal kurz im Büro gearbeitet. Und habe ich gesagt, nee, scheiß drauf, ich setze jetzt alles auf eine Karte, versuche nur noch Mucke zu machen. Und das war der Moment, wo plötzlich Berlin Tag und Nacht anklopft und sagte, sag mal, Jazzy, wir würden dich gerne als Hauptrolle reinerzählen und wenn du möchtest, als Sängerin. Ja, und da sagst du ja nicht ein, ne? Da sagst du ja, geil, kann man das so voll gut parallel aufbauen. Ja. Und jetzt integrieren wir das alles schön in die Serie und es ist echt mega Glück und macht auch sehr viel Spaß. Ja, sehr cool. Inwiefern sind denn deine Tattoos da? Also hast du da, ja, ich sehe schon, die Noten, auf jeden Fall hast du das auch mit verarbeitet, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ja, das ist mein 18-jähriger Arm. Also den habe ich gemacht, als ich 18 war. Oh. Das sieht man auch noch total, noch so voll girly. Ja, aber und ich so. Finde, das ist auf jeden Fall sehr sauber. Ja, voll. Also mit 18 habe ich auf jeden Fall falschere Tätowierer gewählt, sagen wir mal so. Super Tätowierer. Das ist übrigens derselbe Tätowierer, der auch meinen rechten Arm gemacht hat. Ja. Man sieht es einfach nicht, weil das ist sein Style und das ist das, was ich als 18-Jährige wollte. Auch irgendwie cool. Also es ist total geil. Ja, und man sieht halt total krass, was für eine Entwicklung auch stilistisch gemacht hat, was ich total schön finde. Ja. Und ja, hier auf den Notenlinien ist zum Beispiel der allererste Song, den ich selbst geschrieben habe, verewigt und so Geschichten. Und ja, logisch. Also irgendwie alles, was mich sehr geprägt hat im Leben, habe ich durch Tattoos festgehalten. Ja. Weißt du denn schon, was dein nächstes Tattoo sein wird? Wir müssen ja hier noch ein Stück am Oberarm zu Ende machen. Das ist noch nicht ganz fertig. Ja. Aber wenn das fertig ist, fangen wir mit dem Rücken an. Ah, der ist noch frei? Und mein Rücken ist komplett frei. Oh. Und ich habe ein bisschen Angst. Rücken soll nicht so geil sein, habe ich gehört. Mir hat Musik hören sehr geholfen. Also es waren 32 Stunden insgesamt. Ja, nee. Musik hören. Ja, Musik hören. Gibt es da nicht so Betäubungsspritzen? Nein, man muss im Kopf mitsingen. Okay, das hilft. Vielleicht hilft sogar singen. Also da wird mein Tätowierer böse. Weil wenn du singst, Kopf. Dann ist ja, bewegst du dich ja, du atmest ja. So, ne? Das ist dann auch nicht so geil. Immer diese Leute, die atmen. Ja. Schrecklich. Schrecklich, ich hasse Atmer. Atmer sind die schlimmsten. Was? Nee, aber der Rücken wird auf jeden Fall zugetackert und das wird natürlich auch so ein paar Sitzungen dauern. Ja. Was ist das Motiv? Das wird eine sehr, sehr schöne, sinnliche Frau, die sich eine Bärenmaske so halb vors Gesicht hält und dabei eine Tarotkarte für das Zeichen von Erleuchtung in der anderen Hand, so überkreuzt sozusagen. Und dann guckt die so. Ja, weil der Bär ist mein Krafttier, ich bin da so ein bisschen esoterisch veranlagt, indianische Krafttiere und hast du nicht gesehen? Bär ist mein Krafttier und ich finde, Erleuchtung ist etwas sehr Erstrebenswertes, zu sich finden, Erleuchtung zu finden. Deswegen soll das meinen Rücken stärken und mich schützen und begleiten bei dem, was noch kommt. Ja, das finde ich auch immer sehr clever, wenn man den Rücken so irgendwas Starkes hat, ne? Genau. Hast du denn für dich selber, also Hals ist ja schon, aber hast du für dich selber zum Beispiel Gesichtstattoos? Würdest du das machen oder eher nicht? Oder ist das ein Gen? Nee, es gibt Leute, da finde ich Tattoos im Gesicht richtig geil, aber ich zähle mich nicht dazu. Also mein Gesicht möchte ich tatsächlich tattoofrei behalten. Dieses Jahr, worauf freust du dich am meisten? Egal, ob es ein Projekt ist oder was Privates oder ein Tattoo, der Rücken wahrscheinlich. am meisten freue ich mich tatsächlich natürlich auf Album-Release. Album kommt im April und ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil wir da ganz, ganz viel Energie reingesteckt haben. Das ist mein allererstes Album. Das ist schon so ein Herzensprojekt. Und dann auf die dazu anstehende Tour. So die Leute, die meine Musik hören und mit denen ich irgendwas gemacht habe, nur durch Musik, mal zu sehen und live zu erleben und diese Energie zu spüren, die Vibes, da freue ich mich unfassbar drauf. Ja. Ich frage immer am Ende, ob ich noch was fragen soll, beziehungsweise ob ich alles gefragt habe oder ob dir noch was am Herzen liegt, was du erzählen möchtest. Wenn nicht, habe ich gut gefragt. Wenn doch, hast du noch was Schönes zu erzählen.
Du hast super gefragt. Alles, alles drinne. Alles drin. Wenn euch noch was einfällt oder ihr die Single gehört habt, könnt ihr auch gerne was drunter schreiben. Schreibt was. Genau. Oder, oder einfach nur ein Herzchen. Oder schickt mir was bei Instagram oder so. Genau. So, darf ich dich noch knuddeln? Ja, unbedingt. Ja, gerne. Und